Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu Kekse spielt Minecraft mit Katze vor Gewächshaus. Warte mal eben. Ah, ich wollte sagen, ich sehe nichts mehr. Aber das hatte mit der Aufnahme vom letzten Mal zu tun. Ja, da war ja noch kurz ein Thumbnail zu machen. Ein Foto für ein Thumbnail. Jetzt wollen wir allerdings hier die Front noch ein bisschen was gestalten. Ich meine, wir können auch jetzt die Rückseite fertig machen. Nee. Wir haben definitiv was vor. Und zwar möchte ich jetzt... Ich brauche hier ein bisschen Platz. Da kommt auf jeden Fall auch was dran. Was denn? Habe ich eine Blume vergessen? Ja, habe ich. Okay, danke, Micky. Vielen Dank für den Hinweis. Wo will ich jetzt wieder hin? Nee, lass dich nicht ablenken, Kekse. Lass dich nicht ablenken. Die Blume machen wir dahin. Ich glaube, in der anderen Kiste habe ich auch noch was. Oh, pass auf. Das muss da rein. Und schwupps, und weg ist es. Dann ist es halt da. Das ist... Oh, weißer Beton. Wo kommt der her? Wieso ist denn der hier drin? Weiß man nicht so genau. Hier brauchen wir vielleicht noch ein paar Laternen. Ich hatte an Leuchtbären gedacht. Generell vielleicht noch ein bisschen Laub da oben oder hier oder da oder so. Aber wir sind einfach noch mit außen beschäftigt. Ich hatte hier vorne... Micky, ich müsste mal an diese Kiste. Ja, genau. Ich gucke eben, kontrolliere eben. Nein, nein, es ist diese Kiste. Och, das meinst du jetzt nicht ernst. So, Katze, du wirst nass. Merkst du noch was? Hallo? Es ist regnet. Es ist Wasser, es regnet. Du wirst nass. Normalerweise gehen Katzen dann nach Hause, oder? Hatte ich mir gedacht so. Hier sind wir keine guten Freunde mehr. Es geht leider nicht anders. Es schmollt mich ein bisschen. So, da sind die Ziegel. Die wollte ich haben. So, wie viele brauchen wir denn davon? Ganz viele. Müssen wir noch mehr haben? Hallo? Das ist regnet, ist die eine Sache. Das ist aber jetzt auch noch dunkel wird. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Och, nö. Ich will ja auch jetzt hier kein Bett aufstellen. Das wird ja total nass, das Bett. Das kann ich nicht machen. Also das mal richtig so machen. Das. Dann kommt da noch. Ach ja, mehr als ein Deck geht nicht, ne? Das ist wohl wahr. Pass auf, dann packen wir das dahin. Dahin, habe ich gesagt. Und dann haben wir noch mehr davon. So, und davon brauche ich... ach, Kekse, so geht das doch nicht. So. So. Micky, komm mal mit. Jetzt hat die Katze sich wieder hingesetzt. So, komm mit. Wir gehen mal eben kurz schlafen. Machen wir eben kurz mal Ratzenhorchdienst. Ja, ich weiß, dass du sauer bist. Ich wollte dich auch nur angeschubst haben. Ist mir doch jetzt egal. Ich will doch nicht jetzt im Regen rumstehen. Kommt die Katze jetzt mit? Ja, nee, sie haut wieder ab. Ja, sie schmollt noch ein bisschen. Mach doch, mach doch. Also ich gehe jetzt ins Bett. Ich weiß nicht, was du jetzt machst. Gute Nacht. Gucken wir, ob die Katze jetzt noch kommt. Kommt die noch? Nee, die bleibt jetzt draußen, ne? Verrückt. Nein, ich habe nichts gesagt. Nö, würde ich nie tun. So, jetzt überlegen. Der Vorteil ist, der Regen hat aufgehört, ne? So, irgendjemand zu Besuch gekommen, den wir nicht hier haben wollen. Ja, du bleibst jetzt mal eben da. Danke. Nicht, dass du dich wieder auf Kissen setzt, auf den du nicht sitzen sollst. Das geht nicht. Das können wir jetzt überhaupt gar nicht gebrauchen. So. Da kann ich jetzt gar keine Säule vorsetzen, wie ich mir das so gerade vorgestellt habe. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ist aber egal. Wir machen da was anderes raus. Mal eben überlegen. Da eine Säule. Da eine Säule. Noch ist es keine Säule, noch ist es einfach nur ein Klotz. Kann ich da eigentlich auch Mauern rausmachen? Das wäre jetzt eine Idee, aber dafür habe ich dann nicht genug. So, pass auf. Und dann kommt da eine Stufe hin. Sieht mehr aus wie ein Ofenrohr, oder? Ich weiß noch nicht, ob das so... Lass uns das mal eben ausprobieren. Machen wir die so? Oder machen wir die so rum? Es sieht beides nicht so aus wie gewollt. Das ist es nicht, Kekse. Das ist es nicht. Also das noch eher als das. Pass auf, wenn ich da jetzt... Ich muss das mal eben auf Seite. Ich muss mal eher das Fleisch auf Seite setzen. Dann kann ich da ja ein Skeffel benutzen. Dann kann man sich auch ein bisschen... pass auf, was du machst. So, mal eben kurz überlegen, den da hinzusetzen.
Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht wirklich. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Warte mal eben, wir haben so viel Eichenholz, wir jetzt auch nicht. Fichtenholz meine ich. Fichtenholz, Fichtenholzzäune. Ich habe nur mal normale Zäune. Davon habe ich ganz viele. Pass auf. Dann ändern wir das mal eben ab. Machen da nicht eine Mauer raus, machen da einen Zaun raus. So. Das sieht ein bisschen filigraner aus, oder? Da den. So. Und jetzt nochmal schauen. Ich glaube, der Übergang ist besser. Der ist tatsächlich besser, oder? Lass uns das nochmal hier ausprobieren. Und den dahin. So, dann den Zaun. Wo sind die Zäune? Da sind die Zäune. Und dann musst du da ja nochmal eine Stufe drauf, Stufe dahin. Skeffi mal eben kurz zielen. Das sollte mal untersucht werden, ob das hier passt. So, jetzt ist die Frage, wir wollen jetzt da kein Abdach draus machen, sondern an jeder Säule, die wir aus weißem Beton gemacht haben, sowas noch unten dran, beziehungsweise bis nach oben hin. Wobei bis nach ganz oben ist jetzt vielleicht die Frage, ob das wirklich Sinn macht. Wir machen das mal eben hier auf der Seite auch. Pass auf, da käme ich eventuell sogar so gut dran. Da brauchen wir ja gar kein Skeffi für. Da, dann das. Wo sind die Zäune? Da sind die Zäune. Wir schauen uns das nochmal etwas von weiter an. Und. Hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ist aber gar nicht so verkehrt. Jetzt ist. Müssen wir uns mal eben überlegen. Dann machen wir das hier auch. Also erst eben die Stufe vielleicht. So, die Stufe dann da dran. Die Zäune, 1, 2, 3. Die Zäune wieder weg. Die Mauer. Und da unten dann den hier. Solltest du auch noch den richtigen nehmen, Kixer. Richtiges Werkzeug hilft auch. Nur so als Idee. So. Und? Ist die Frage, wie ich das natürlich jetzt hier überall dran mache. Dann wirkt das vielleicht nochmal. Das geht dann natürlich nur bis zu dieser Stufe dann. Zu den ersten vier Betonsäulen. Ich glaube, ich mache jetzt mal eben hier ein bisschen Platz, damit das Ganze überhaupt rüberkommt. Weil wenn man das hier überhaupt nicht sehen kann, dann wirkt das auch gar nicht. Ist die Frage von dem Baum auch eben mal kurz deplatzieren. Man könnte auch sagen, einfach abbauen. Wäre auch eine Maßnahme. Das wäre der jetzt, würde der Wahrheit etwas mehr entsprechen. Dum, 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 dum. So. Jetzt haben wir zu wenig Ziegel. Warte mal, wie viele Ziegel haben wir noch? Gut, dass Mickey nicht auf der Kiste sitzt. Drei, wir haben drei. Ich habe nicht genug Platz. Okay, pass auf. Setzling weg, Blume weg. Erde brauchen wir auch gerade nicht so viele. Steine? Steine brauche ich gerade auch nicht. Tatsächlich, die Kekse brauche ich auch gerade nicht. Die Türe brauche ich gerade nicht. Ich muss mal eben kurz ein bisschen aufpassen, was ich brauche, was ich nicht brauche. Ich brauche nämlich Platz. Den weißen Beton platzieren wir jetzt mal so lange dahin. So. Und dann, wieso machst du die Kiste wieder zu? Die Kiste brauchst du nur noch. So, habe ich genug Glas gebastelt inzwischen? Ach, schön, sind drück. Da war noch was mit der Kohle. Uns fehlt Kohle. Ja, ich glaube, ich laufe eben kurz zum Lagerhaus. Das macht ja alles keinen Sinn. Sonst kriegen wir ja nichts. Endermann, was ist wieder dein Problem hier? Mann, du kannst doch nicht alles immer hier voll Erdklumpenhaus rumbauen. Das geht auch so nicht. Wie sieht denn das aus? Also ich meine, ja, ich weiß, das sieht hier alles sehr unifarben aus. Ich wollte das tatsächlich noch mal ein bisschen mehr mit Mustern beleben und hier und da noch ein paar andere Farbtöne reinbringen. Guck mal, wir können ja auch mal wieder ernten. Nein, wir haben ja in der letzten Folge geerntet. So, wie viel Kohle haben wir jetzt hier noch? Oh, guck mal, da ist noch ein Kohleblock dabei. So reicht doch, oder? Gucken, wie viel Kohle kriegen wir da raus? Ja, locker. Das reicht. Manchmal muss man auch einfach bescheiden sein. So, bescheiden rennen wir jetzt wieder rüber. Dumpti-dumpti-dumpti-dumpti-dumpti-dum. Oh, Junge, Junge, Junge. Hier wächst schon wieder alles zu, ne? Hier müssen wir vielleicht ein bisschen lichten.
Hatten wir das nicht mal ganz am Anfang, wollten wir den Wald nicht lichten? Das ist ja schon gar nicht mehr wahr, das ist ja vor über Ewigkeiten. Oh, pass auf. Hier ist doch. Hier. Das Laub muss doch weg hier. Mann! Das kann doch nicht alles rumstehen. Warum hängt eigentlich das Laub an Laub, was nicht zu dem Laub gehört? Also vom Baum her. Aber Farbton. So. Wie gesagt, das sollte eigentlich bis noch irgendwas bis da oben dran. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier durchziehen muss oder ob ich dann sage, nee, Kekser, das ist es nicht, das wird alles wieder weggerissen. Wir probieren es jetzt trotzdem mit dem Maus. Warte mal, da hatte ich noch was. Jetzt, wollten wir noch mal ein bisschen hier brutzeln. Das wird so nichts. Das wird so nichts, Kekser. Du musst da noch mal ran. So, jetzt wird da was raus. So, da und da und da. Oh. Ja, hier muss erstmal zu Ende brutzeln. Pass auf, dann packen wir das Glas. Nein, 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 nein. Da war der Sand. Kommt hier auch das Glas hin. Brauche ich jetzt nicht, aber für die Rückseite brauchen wir auf jeden Fall noch Glas. Wieso habe ich denn schon wieder Hunger? Kannst du mal eben ein so ein Steak essen? Ja, das ist eine Idee. Und? Warte mal, wir haben ja erstmal vier davon. Dann nehmen wir schon mal ein paar mit. Drei. Oh Mann, 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 das dauert ja Ewigkeiten. Rutschel schneller! Geht das mit dem Schmelzofen besser? Aber nicht mit Ziegelsteinen, ne? Das ist nur was für Ärzte. So, pass auf. Dann haben wir zumindest noch mal zwei mehr. Das ist auch nicht, das reicht nicht bis da hinten, glaube ich. Pass auf, da muss einer hin. Und da. Hier. Soll ich die wirklich so nah aneinander setzen? Das überlege ich mir noch. Oh, weiter komme ich nicht mehr. Das ist ja doof. So, dann die Mauer. Eben kontrollieren. Zwar Mauer und dann die Stufen. Ne? Wo sind die Stufen? Davon habe ich einfach zu viele gemacht, glaube ich. Wobei, das weiß man noch nicht. Nein! Da soll noch nicht die Mauer hin. Da soll eine Stufe hin. So. 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 Da. Jetzt bist du schon an der hier vorbeigelaufen. Ne? Hast du wieder nicht aufgepasst, Kekser? Nein, kann sein. Wir können aber jetzt hier eben bis zum Ende gehen. Wir können quasi einmal drumherum laufen, weil ich habe ja... Nee, kann ich nicht. Hier fehlen ja noch ein paar Säulen. Die Rückwand, die fehlt ja noch ein bisschen. Ja, okay, wir müssen ja auch noch Aufgaben für die nächste Woche haben. Kann ich alles auf einmal fertig machen? Wo kommen wir denn da hin? Hätten wir ja gar keine Aufgaben mehr. Wird uns ja total langweilig werden. Kekser. Hier wird nie langweilig. Du machst ja immer alles falsch. Du musst ja immer alles ausbessern. Insofern... Ob wir das jemals fertig kriegen hier? Nein, das wird niemals fertig. Wir sind hier. Ich sehe nichts mehr. So. Guck mal, guck mal, guck mal. Hatten wir das Thema nicht schon? Das hatten wir schon. Bau richtig rum. Bau vernünftig. Ja, versuche ich doch. Ist ja nicht so, als wenn ich das hier immer absichtlich machen würde. Hier, da vielleicht mal, aber nicht immer. So, jetzt pass auf. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Zäune? Haben wir eigentlich genug Zäune, um einmal rumzulaufen? 1, 2, 3. Dann machen wir die doch auch schon dran. So. Ja. Okay. Bisschen mehr Kopffreiheit und Bewegungsfreiheit wäre jetzt hier nicht schlecht, damit man ein bisschen was sehen kann, was man tut. Ist ja nicht so, als wenn ich jetzt immer aufpassen würde, was ich tue. Nicht immer. Eigentlich gar nicht. Seltens. Hin und wieder mal. Vielleicht. Wenn es die Zeit erlaubt. Na, ist klar. Ja. Was heißt das denn jetzt hier? Da müsst ihr jetzt mal nicht drüber lachen. Es wird schon wieder dunkel, ne? Ich könnte schwören, ich habe heute schon im Bett gelegen. Warum muss es jetzt schon wieder dunkel werden? Das kann doch alles nicht wahr sein. Lass das. So. Oh, da war noch was ich einsammeln musste. Und jetzt kommt die Mauer. Wie viele Mauern haben wir noch? Warum ist... Mickey, du pass auf, ne? Solange du da bist, kommen keine Creeper, glaube ich. Hoffe ich zumindest. So. Ich kann ja hier quasi schon weitermachen. Bis die Blöcke kommen. Ich habe gerade gedacht, da hätte sich was bewegt. Nein, 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 da hat sich nichts bewegt. Das hast du dir eingebildet, Kekser. Mhm. Wie so manches auch. So. Mal gucken, wie weit denn die Öfen sind. Wobei, die können ja über Nacht weiterbrutzeln. Lass uns mal eben kurz Matratzenhorchdienst machen. Und hier, der Boden, da muss ja auch noch was passieren. Da kann ja nicht einfach so die Ziegelsteine auf dem Boden stehen. Auf dem Erd... Ah, ich dachte gerade, hinten steht einer.
So, kommst du mit? Wir gehen kurz rein. Falsche Richtung, Micky. Hier gehen wir hin. Ja, komm rein. Dann nicht. Ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Dass die Katze aber auch immer andere Sachen machen muss. Schon wieder ein Kaninchenfell. Ja. Danke, danke, danke. Ja. Die packen wir jetzt wieder. Oh, oh. Habt ihr ihn auch gehört? Habt ihr ihn auch gehört? Micky, du hast die Tür offen gelassen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Haben wir heute Nacht geschlafen mit offener Tür? Ja, klar. War so heiß draußen. Da musstest du mal die Tür offen lassen. Brauchst du zum Lüften. Ich dachte, ich hätte den Endermann gehört. Hast du dir eingebildet, Kekser? Hinten steht er noch. Den hast du dir nicht eingebildet. Warte mal, hat der rote Augen gehabt? Seit wann haben wir Endermann rote Augen? Das hast du dir wirklich eingebildet, oder? Das waren die Partikel. Pass auf, wenn ich mich jetzt hier drunter stelle. Hallo? Hey, Moin Meister. Wo soll er jetzt hin? Hast du ihn gesehen? Wir haben ihn angeguckt, oder? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn angeguckt haben. Hm. Er wollte sich nicht angucken lassen. Naja, okay, dann nicht, dann nicht, dann nicht. Ist ja nicht so, als wenn wir das jetzt unbedingt herausfordern müssten. Vielleicht auch besser so, wenn wir das nicht tun. So, pass auf, wir haben da wieder ein paar Ziegel, super. So, haben wir jetzt schon wieder hier einen Setzling. Ja, pass auf, dann können wir da das Glas rausholen, können wir da noch ein paar Ziegel ansetzen, das Glas dahin. So, nebeneinander. Ja, Miau, was ist denn jetzt schon wieder? Wolltest du sagen, da kommt ein Endermann von hinten? Nein. Pass auf, ich wollte dich eben anklicken, dass du sitzen bleibst, aber nicht mit dem Schwert in der Hand. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Das würde die Katze mir eventuell übel nehmen, oder? Also ich meine, ich würde es persönlich nehmen, wenn mir jemand mit dem Schwert sagt, ich soll mich hinsetzen. Das wäre nicht so dolle. So, hier müssen natürlich jetzt noch die Rückseite, da muss noch was dran. Das kann man aber jetzt nicht in dieser Folge machen. Nein, nein, nein. Jetzt komme ich hier nicht vorbei, oder? Doch, da kommst du vorbei. Oh. Ich muss ja auch noch ein paar Mauerteile machen. Oh, hier habe ich vielleicht einen Zaun vergessen. Das fehlt mir tatsächlich zwei Zaunelemente. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Okay, das war daneben. Mann, 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 Mann. Warum machst du denn so Sachen? Ja, habe ich gedacht, wäre vielleicht eine Idee. Einfach mal ein bisschen versetzt. Nicht so die Symmetrie hier immer hochleben lassen. So, mit vier Dingern kriege ich aber kein Zaun hin. Kein Mauerelement meine ich. So, da, da und da. So, ich brauche noch ein paar Mauerelemente. Damit kriege ich zumindest so ein Ding hin. So, und ich brauche den Zaun, aber Zaun hatte ich noch. Pass auf. Da, Zäune habe ich genug. Das ist nicht das Problem, ne? Wenn wir alle so viel hätten wie Zäune. Wo war das? Da hinten war das, ne? Guck, 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 guck. Da. Ja, kein Wunder, das ist der Baum davor, das muss ja übersehen werden. So. Habe ich dann tatsächlich hier jetzt das Design einmal rumherum? Also ich meine, ja, ich weiß, oh, das war bei sowas von passend. Guckt euch das an. Okay. Ich glaube, wir versuchen mal einen Blick darauf zu werfen. Vielleicht aus dieser Perspektive hier hinten. Mal schauen, können wir das... Da hängt die blöde Birke noch davor. Das ist jetzt nicht wahr. Kann die mal eben einer wegmachen? Kriegst du eine Schere dabei? Ja, dann benutze die. Benutze die Schere hier! Zack, 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 zack. So. Birkenlaub hier weg. So. Kurzen Prozess. Laub können wir benutzen. Können wir von innen noch ein bisschen was dekorieren oder an der Seite dran machen oder so. Das kommt noch hin. Da kommt noch was hin. Pass auf. Ja, von hier aus könnte man vielleicht ein Foto machen. Gucken wir mal, ob wir denn das Ganze zu sehen... Da ist der Baum noch drauf. Hm. Naja. Weiß noch nicht, ob das wirklich so schön ist. Wobei, da auf der Ecke könnte man noch eine Stufe draufsetzen. Da, da, da. Och, so eine Halbstufe. Ein Slab. Das wäre noch eine Idee, oder? Das müssen wir uns mal anschauen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe für die nächste Woche. In diesem Sinne, schöne Grüße vom Niederrhein und Schüps mit Ups. Naja, guck mal, guck mal, guck mal. Gibt hässlichere Gebäude, oder? Naja, also
Langsam, langsam macht es sich. Wir haben ja noch ein paar Dudus. Wir können ja noch von innen noch einiges machen. Die Rückseite muss ja noch gemacht werden. Also uns wird nicht langweilig. Vielleicht habt ihr ja schon mal Ideen für die nächsten Gebäude. Das wäre eine Idee. Also, wenn ihr da Ideen habt, einfach mal rein in die Kommentare. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.